drejt informacji, e to arshna opoka. Budrowy bagryszta, e to daniezy? F2? Intervention, schießen. Wir haben gerade das Versteck der Kokainhändler im Sägewerk ins Visier genommen. Bei denen waren wir doch gerade noch. Wir können sie bekommen, wenn wir uns beeilen. Wirst du dich uns anschließen? Belohnung 1600. Ja, da sag ich doch nie nein. Da sag ich doch nie nein. Was ist das denn? Schießen. Schießen. Belohnung, ja, die ist richtig nice. Die ist, das wäre richtig lecker. Sägewerk, 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 Sägewerk. Jetzt bin ich doch richtig gefahren. Subi. Oh, wir beeilen uns. Dann gibt es eine miese Schießerei. Muss ich, wo muss ich? Wo bin ich? Da oben bin ich. Und dann schnappen wir uns 1600. Hoffe ich. Dann kann ich wieder irgendetwas updaten. Upgraden, nicht updaten. Updaten vielleicht auch. Vielleicht so ein Tablet da reinsetzen oder so. Oh, warte, ich muss noch auf der Karte gucken. Fahr einfach hier stumpf. Oh. Gut, dass ich doch eine Axt am Start habe. Hilft deiner Gruppe? Boah, ich habe sogar eine Gruppe am Start. Ja, das finde ich doch toll. Geh zurück zu deinen Genossen. Ja, warte, bleib ruhig. Ich habe einen Baum vor mir gehabt. Genossen, seid ihr bereit? Warte, lass mich drehen. Damit ich so ein kleines Schutzschild hier habe. Die ballern dagegen dann auch, das ist auch uncool. Wo sind sie? Muss das denn arm sein? Hey, das gibt's ja nicht. Treff den nicht. Ah, der ist tot. Alles gut. Hast du gesehen, wie ich den weggeschossen habe? Geil, oder? Da bräuchte ich jetzt Lex, ne? Die hat ja... so ein gutes Leben. Da könntest du jetzt schon mal vorbeikommen und das machen. Gut. Kann ich mich ein bisschen zu... Och nein, kann ich nicht mitnehmen, ich bin cool. Die siehst aber auch so schlecht. Ja, komm mal her. Wo kommt ihr denn alle her? Ich hab doch gerade reingeguckt. Jungs, ich geh rein, ich geh rein. Warte. Ich bin drin. Was? Ich bin drin. Ausweichen. Ist keine so gute Idee, hier so nah zu sein. Ich muss mal kurz regenerieren. Ach, oh, guck mal hier. Machst du einfach zu die Tür. So ein Ding ist das. Voll daneben geschossen. Was stirbt doch? Sauber. Wunderbar. 1600. Rein damit. Super. 6289. Guck mal, wer sitzt denn da? Und warum ist das so schwarz jetzt hier geworden? Alles mit dem Bürger. Der Bürger hat sich das alles angeguckt. War schön. Nice. Auf ganz entspannt. Der gute Bürger. Ja, grüß dich. Der hat sich da auch entspannt angeguckt. Was mit dir? Ah. Sauber. Hat doch geklappt. Ah, dann könnte ich schon wieder irgendwas updaten jetzt. Oh, ich weiß nur nicht was.
Zellen lohnt sich noch nicht. Vielleicht gleich bei Vlad vorbeischauen, neue Messer etc. kaufen. Ja, ich muss auch gucken, ob ich hinten im Bulli überhaupt Platz habe. Jo, perfekt. Geil. Hä? Nee, nicht die Schmuggelware reinpacken. Dann pack lieber die Munition da rein. Weil wenn ich, glaube ich, Schmuggelware am Start habe, also im Wagen, dann kommen die. Ja, Messer bräuchte ich auf jeden Fall. Messer wäre geil. Weil ich glaube, ich habe auch keins mehr im Lager. Das wäre schon eine super Sache. Wo ist denn? Wo wohnt er denn? Dann müsste ich jetzt hier rein. Denn eigentlich, wenn so ein Baum da liegt und ich volle Möhre reinfahre, geht der nicht auch kaputt? Wahrscheinlich nicht, ne? Vlad, mein Freund. Ataiche. Hm? Grüß dich. Ich brauche, aber ich nehme mir schön das Kampfmesser mit, das hält ein bisschen länger. Nehme ich mal zwei mit. Eisbicke, keine Ahnung. Zählt als Axt, doch zählt als Axt. Ja, dann nehme ich auch ein Eisbicke mit. Und das war's. Mehr brauche ich nicht. Munition brauche ich zum Glück noch nicht. Ah, oder warte mal, was ist denn mit deinem... Nee, noch nicht. Nee, das mache ich noch nicht. Schaufel habe ich doch. Schaufel habe ich am Start. Da habe ich doch zwei gekauft, habe ich doch noch nicht genutzt. Muss ja ein bisschen sparen, muss ich ja hier. Schaufel habe ich ja einmal den Spaten und einmal, ich muss drehen. Und einmal die teure für den Huni. Und die brauchst du ja meistens nur zum Ausgraben. Oder für die Karosserie, aber da kannst du meistens die Axt auch nehmen. Da passt das dann. Die Mistgabel ist, glaube ich, wirklich nur für die Heuballen und da hatte ich noch nie Schmuggelware drin. Bis jetzt. Ich hoffe, das kommt noch. Oder um Leute aufzuspießen, ne? Aber dann kriegst du halt 500 Strafe. Jetzt bin ich ja doch richtig gefahren, ja. Klar. Das Motel. Das gute Karat-Motel. Sonne geht langsam auf. Oh, guck mal, jetzt hat sie wenigstens ein bisschen Zeit mal zu fahren. Ohne, dass die irgendwie meckern, dass du wieder zurück zur Grenze musst oder so. So, das lasse ich erstmal hinten im Wagen drin, weil ich benutze den Wagen, glaube ich, nicht mehr, um Ware wegzubringen. Da rufe ich den Transporter direkt mal einmal. Oder soll ich mich wieder hinlegen? Willst du, dass ich mich hinlege? Ich glaube ja. Ich glaube, er möchte, dass ich mal kurz zur Ruhe komme. Oder er fängt gleich an zu quatschen, das kann auch sein. So, was haben wir denn noch? Ich will die voll haben mit... Schmuggelware einmal. So viel kann er eh nicht abtransportieren. Das ist ja unglaublich, wie viel ich davon jetzt schon habe. So, Pistolenmunition nehme ich mit 10 mit. Und ich muss gleich meine Munition für die Waffe nochmal rausholen. Weil wenn Krieg kommt, stehe ich dann nachher da. Das wäre nicht ganz so gut. So, einmal, ja, das nehme ich einmal mit. Reicht erstmal einmal, ne? Na, und nimm den nochmal mit, komm.
Und eine Schaufel im Inventar haben ist vielleicht nicht... Weißt du was, ganz ehrlich, die Eisenbrechstange habe ich noch nie genutzt. Machen wir das lieber so. Supi! Einmal hinlegen. So, neuer Tag, neues Glück. Also den Tag werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann legen wir uns auch zur Ruhe. Ne? Wir haben noch einen Schmuggler, nur noch einen einzigen. Das könnte sowieso jetzt der letzte Tag sein. Eine zerbrochene Autoscheibe und er ist der Schmuggler. Hier bin ich. Einmal durchfahren. Was hast du denn da? Hier, die sieht auch komplett traurig aus. Die hat auch gar keine Lust auf ihr Leben. Guckst du dir an. Da hatten sie echt keinen Bock. Also Schweine ja, aber den Rest an Tieren. Auch die Beine. Da hatten sie keinen Bock mehr drauf einfach. Habt ihr deine Kuh geklaut? Was machst du jetzt? Haust du auch ab? Nee, ne? Traust dich nicht, ne? Einmal aussteigen, bitte. Oh, zu. So. Ja. Wie ist das notwendig? Natürlich ist das notwendig. Malak. Was ist los mit ihm? Ruhig bleiben. Wahib. 770XB7N2, das stimmt. 16. Mai ist richtig noch. 12. Juni ist auch noch richtig Transit. Eine Kuh stimmt auch. Das stimmt. Gewicht. Oh, habe ich das Gewicht schon genommen? Ne, Gewicht hatte ich. Muss ich gleich nochmal machen. Die Kuh nochmal aufladen. Wir gucken einmal den Wagen. Ob du nicht vielleicht was schmuggelst. Vielleicht in dieser komischen, komisch aussehenden Kuh. Das sieht immer aus, als hätten die irgendwelche Bomben dran gebaut, ne? Denke ich jedes Mal, wenn ich da dran gucke, reingucke, denke ich, die hätten da irgendwelche Bomben. Okay, aber das sieht bei ihm ziemlich, ziemlich gut aus. Ja, ich mache dir den Wagen schon nicht dreckig, keine Angst. Autoscheibe sind alle in Ordnung. Ja, ich glaube das auch, ja. Okay, Reifen waren in Ordnung, Spiegel sind in Ordnung, Scheinwerfer sind in Ordnung. Hintere Scheinwerfer nochmal einmal prüfen, die sind auch in Ordnung. Die Kuh ist nicht in Ordnung, aber komm, was soll's. Ja, lad die mal ein, die traurige Gestalt. So. Mein Freund, Bild stimmt auch. Gut, du bist drin. Ach, Gewicht noch. Gewicht. Er steht doch auf der Waage auch. Das spielt dann immer gar keine Rolle. Zaga ist auch richtig. So wie mein Freund. So. Inspektion? Genehmigt. Du bist drin. Schönen Tag. Hat er sich ihn jetzt weggesteckt? Nächster. Guckst du dir an. Guckst du in die Augen. Diese schwarzen Augen. Huch. Auf geht's. Freiheit. Nee, lass mich mal runter, sonst krieg ich Ärger. Jetzt habe ich auch noch Schaden genommen. Bin ich gestolpert. Eine perfekte Inspektion. Geil. 6100. Grüß dich. Ach. Der sieht schon aus wie ein Krimineller. Mach zu. Dokumente. Ja. Ah, das stimmt, das Gesicht. Hisham. Arschid. Ja, hier haben wir schon mal Fehler. Keine Übereinstimmung, da haben wir ein Problem. 5FG9, 9T8. Ja, haben wir auch ein Problem, mein Freund. 11. Mai, das ist noch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Kontrollbericht schon mal.
Spiegel ist da, Fensterscheibe ist da. Ja, ist nicht platt. Scheinwerfer. Ach, Kennzeichen, warte mal, Kennzeichen. Ja, ja, stimmt. Subi. Reifen. Oh ja, mein Freund. Du bist es. Du bist es. Pass auf, ich nehme das hier erstmal. Ich schneid mal kurz, ne? Hat sie die Haut ab? Zigaretten, schon lange nicht mehr. Cool. Ich hätte ihn vorher ausladen sollen, ne? Hoffentlich fährt er nicht los, aber der ist nicht. Wie komme ich denn daran? Hä? Ich kann mich doch nicht hinlegen, oder? Spiel? Okay, warte mal. Ich versuche mal. Ah, okay. Das reicht schon. Das habe ich noch nie gesehen, das Versteck. Geil. Das ist ja wirklich mega. So, einmal das Messer wieder ausrüsten. Und in den Waren hat er bestimmt auch noch einiges. Habe ich die Farbe? Ja. Manchmal sieht man das echt einfach nicht. So, was haben wir denn hier versteckt? Guck mal hier. Meine. Die rauchen wir uns alle weg. Kameraden. Genossen. Ne? Die hauen wir uns wirklich alle weg. Huch. So. Da ist nichts. Habe ich den Reifen schon mir angeguckt? Ja, super Reifen. Ach, der hat gar nichts geladen. Boah, das ist ja richtig traurig. Guckst dir an, leerer Wagen. Hat aber nicht viel mitgenommen. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Oh Mann, das ist richtig traurig. So traurig. Schade. Oh nein, Anjeta Pot. Oh nein. Sorry. Gerechtfertigte Verhaftung. Mach zu. Oh, jetzt ist aber langsam voll. 1, 2, 3, 4 Stück haben wir. Und das war der letzte, oder? Wenn der neue Polizist nicht gewesen wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich mit dem Mädchen in der roten Laterne abhängen. Du bist doch einer, ey, wirklich. Ja, Schmuggler ist weg. Okay, wir gucken aber trotzdem noch, ob nicht irgendwo sich einer versteckt. So, nächster bitte. Guck mal, der hat auf jeden Fall eine kaputte Fensterscheibe. Das sehe ich. Da kommt noch einer. Holy shit. Wir müssen ran. Komm, aussteigen. Ja, dann gib mir's. So, aussteigen. Mach zu. So, Reifen. Gucken einmal ganz schnell rum, ob irgendwo Schmuggelware sein könnte. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Subi, hier drin. Ja. Sieht auch wieder aus, als hätte er da eine Bombe installiert. Da drin ist auch alles in Ordnung. Scheinwerfer sind in Ordnung. Kennzeichen SLQ 6836 TY. Baha, Baha, Baha. Bad ran. 5891 FN56, das stimmt auch. Das stimmt, Arbeit ist der Grund. Okay, laden wir dich mal aus. Und dann checken wir den restlichen Wagen nochmal ab. So, ein Fass, zwei Fass, drei Fass. Oh, Toiletten. Ja, astreine Toiletten. Chemie. Dass du hier stehst. Einmal wieder rein. Alright. So, was haben wir? Zwei Toiletten. Eine Waschmaschine, ein Gasherd haben wir. Und wir haben dreimal biologisches Gefahrgut. Das ist alles richtig angegeben. Ich glaube aber, der darf nicht rein, weil die... Ich glaube, drei durfte er mitnehmen. Drei Haushaltsgeräte. Ja, er hat vier. Ja, Haushaltsgeräte. Okay, er kommt aus Al-Barak.
und darf auf jeden Fall nicht rein. Stimmt das Gewicht irgendwann schon mal nicht? 4850. Das ist auch richtig wenig. So, Bild stimmt auch. Dann gucken wir uns mal den Wagen an. Wir haben auf jeden Fall nämlich schon mal eine Fensterscheibe, die hinüber ist. Autoscheibe zerbrochen. Spiegel hat er dran. Scheinwerfer sind in Ordnung. Spiegel ist da auch dran. Noch eine Scheibe zerbrochen. Reifen waren alle in Ordnung. Nur noch mal einmal. Hinten ist noch ein Scheinwerfer. Rückleuchte kaputt. Gesprungener Scheinwerfer. Und mit der Kuh war das Gewicht zu hoch. Das kann sein, das kann sein. Aber bis jetzt sonst, glaube ich, hatte ich das noch nicht wieder. So. Warte mal. Ich glaube, du durftest jetzt nicht rein, ne? Wegen den täglichen Bestimmungen. Weil er ist da drüber. Testen wir jetzt mal. Er hat 4, 3 darfst du. Zieht er sogar die Augenbraue hoch. Wenn das kein Krimineller ist, weiß ich auch nicht. So, der nächste. Okay. Ja, gibst du mir nicht? Perfekte Inspektion, geil. Es läuft, es läuft, es läuft. Du steigst aber auch schon kriminell aus, ne? Dir vertraue ich auch nicht. So, gib mir mal deine Dokumente. Das ist notwendig, ja, wenn ich das sage. So, das Bild. Haben wir schon mal ein Riesenproblem, mein Freund. Foto stimmt nicht. Tja, das wird nicht lustig. Princess, vielen, vielen Dank für den Follow und willkommen. CWC3177YH, das stimmt, Scheinwerfer sind in Ordnung. Spiegel hat er dran. Reifen ist da, Reifen ist da. Oh, der besteht nur aus Fensterscheiben. Aber die sind alle tipptopp. Grüß dich, guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Alles gut? Reifen ist in Ordnung. Scheinwerfer sind gut. So, einmal Petrol habe ich auch noch nicht gesehen. Cool, dass da auch mal wirklich nach einer Zeit noch was Neues kommt. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, das ist neu. Ich habe Petrol, glaube ich, noch nicht gesehen. Als was wird das denn gewertet hier? Lebensmittel. Chemisches Produkt. Dann darf er auch nicht rein. Nee, warte mal, Lebensmittel waren 4. Nee, chemische Produkte, da darf er auch nicht rein. Soll er mal wieder reinmachen. Was weißt du? Ad Maduro. Na doch, Chemikalien, ja, hast recht. Chemikalien waren 4, Haushaltsgeräte waren 3. Das stimmt. So, gucken wir mal. Da haben wir auch schon mal wieder... Der darf sowieso nicht rein, also wäre das vollkommen egal. Der darf sowieso nicht rein. Kennzeichen hatte ich überprüft, das war richtig. 7G2BDZ53, das ist auch korrekt. September 80 stimmt nicht. So, Grundarbeit gültig bis 24. März, das stimmt. Nee, stimmt nicht, Entschuldigung. Stimmt nicht. Kontrollbericht. Ja, der ist durch. Der darf nicht rein. Hattest du eine Fensterscheibe kaputt? Nein, das war der andere. Spiegel hattest du auch. Mann, Mann, du musst hier auf so viel achten, ne? Du darfst nicht rein. Atayo, Siem Rachove. Er will auch Rache. Bei mir auch. Vielen, vielen Dank. Alles tipptopp. Aber er sieht definitiv verdächtig. Ja, der ist ja auch super kriminell, hast du gesehen? Der wollte mich bescheißen. Aber er hält das jetzt raus, siehst du? Damit ich zu ihm hinkomme, wie ein Hund.
Verdammt, du steigst jetzt aus. Schon wieder eine perfekte Supi. Oh, war das die Tür? Pech gehabt. Bild? Super, stimmt. Okay, ich guck mal. Boah, noch ein Schmuggler wäre geil. Weil dann könnte ich den Polizeikommandant anrufen, dass er den abholt. 3124 TL, Subi. Ich muss unbedingt noch den Bot ready machen für Discord-Link und so weiter. Muss ich unbedingt wieder aktivieren. Ich hoffe, ich denke für den nächsten Stream dran. Was heißt reparieren? Ich habe den einfach falsch eingestellt. Der hat ja nur rumgespammt, da hätte ich keine Nachrichten mehr gesehen. Das muss ich noch ändern. Ich weiß nur nicht, in was für einen Zeitraum der dann immer posten soll. 10 Minuten oder so vielleicht. I don't know. Muss ich mal gucken. Die waren auch in Ordnung, ne? Ja. Oh, guck mal, hätte ich fast vergessen. Hätte ich fast gesagt, oh, guck mal, hast du falsch gemacht. Material darf er ohne Ende. Leider. Die Soap. Was hast du denn hier? Steht da? Schieß. Schießpulver ist das. Ja, schön. So. Zement 9-mal, das stimmt, das ist in Ordnung. Das sind die Chemikalien, ja, 4 Stück, da war. 6 Lebensmittel dürfte er auch, das ist auch in Ordnung. Schade. Mulak. Ja, fast, ne? Fast. B4, J2. Was? Ja, lass mich doch in Ruhe. Mann. Oh. Ach, stimmt überein. Ja, habe ich jetzt falsch geguckt. Ach, Mulak. Die machen mich wirklich hier fertig, ehrlich. Wo ist er? Wo ist der Kollege? Hier ist er. Einmal bitte einladen. Oh ja. Ja, war. Ich war erst irgendwie. Was war ich? So um 3? 3 war ich erst wieder da. Da war der sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Ich laufe hier auch nur noch rum. Ich habe gar keinen Plan mehr, was ich machen soll. Warte mal. Mulak, pass auf, mein Freund. Ja. Ich muss den Wagen noch kontrollieren. Ach ja, so, Scheinwerfer hat er, Spiegel ist da, Scheinwerfer auch da, kein Platten, oh Mann, ey. Ja, nee, jetzt nicht mehr. So, supi. Mulak, pass auf, warte. Ach, ja genau. Du darfst nämlich gar nicht rein. Nicht hab. Z niego daj nara.